Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Wir reden heute über die Oppo Watch. Das ist die ganz neue Uhr von Oppo. Die gibt es in 41 und 46 mm. Ich habe hier die kleinere Variante. Ob die Uhr mir gefallen hat und ob ich euch die wirklich empfehlen kann, das verrate ich euch nach dem Intro. Und eine Besonderheit, das ich noch nie bei einem anderen Smartwatch gesehen habe, das gibt es auch bei der Uhr. Und das erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Beim Display handelt es sich um ein 1,6 Zoll großes, gebogenes AMOLED-Display. Mit gebogen meint man hier, dass es ähnlich bei der Apple Watch zum Rand hin gebogen ist, dass es so einen 3D-Effekt hat. Wie gesagt, das ist ein AMOLED-Display, dadurch ist die Farbdarstellung zwar eigentlich gut, mein Geschmack ist es jetzt nicht so, mir gefallen die Farben nicht so 100 Pro, die wirken auf mich ein bisschen blass, auch wenn es ein AMOLED-Display ist. Aber nun gut, ist halt auch nur Geschmackssache. An der Seite habt ihr dann hier die Zurücktaste und hier die Taste lässt sich halt frei belegen. Da könnt ihr die Funktion halt, wie gesagt, wählen. Mir fehlt da ein bisschen zugegebenermaßen die digitale Krone, die ich von der Apple Watch gewohnt bin. Zum Vergrößern zum Beispiel ist das eine tolle Sache und das funktioniert halt hier eben nicht oder nur schwierig über den Touchscreen. Wasserdicht ist sie im Übrigen auch und als Software kommt auf die Uhr Color OS von Oppo selber zum Einsatz. Vorteil da wiederum, es ist echt einfach zu verstehen und da kann man echt nicht viel falsch machen, weil es im Grunde genommen gleich aufgebaut ist wie jedes Android-Smartphone. Eine Schlafüberwachung und sehr viele unterschiedliche Sportarten sind auf der Oppo Watch verfügbar. Durch einen Druck auf die obere Taste gelangt ihr zurück. Wenn ihr bereits im Homescreen seid, kommt ihr dann zur App-Übersicht. Erstaunt war ich darüber, wie schnell ihr dahin gelangt. Es gibt hier keine auffallend langen Wartezeiten und sogar ein Play Store lässt sich über die Uhr öffnen. Bei der Texteingabe kann man immer vorher entscheiden, ob man den Text auf dem Smartphone eingeben möchte oder eben auf der Uhr selber. Macht man das wiederum auf der Uhr selber, vertippt man sich auf jeden Fall und bequem ist das keinesfalls. Hier hätte man die Tastatur ein wenig umstrukturieren sollen. NFC hat sie im Übrigen auch, somit ist es sogar möglich, mit der Uhr zu bezahlen. Sehr cool auf jeden Fall. Telefonate lassen sich ausführen, auch wenn das auf der Uhr jetzt nicht mega komfortabel ist. Ich habe hier wie gesagt die 41 mm Variante, welche gegenüber dem großen Modell keinen Helligkeitssensor besitzt. Das ist ein wenig schade, da man nachts zum Beispiel oftmals von einem viel zu grellen Licht gestört wird. Ein weiterer, aber hingegen positiver Punkt ist, dass sich in der Uhr gleich zwei Prozessoren befinden. Zusammen mit einem GB RAM soll eine Top-Performance entstehen und das ist auch hier meistens der Fall. Man beachte vor allen Dingen das Wort meistens, denn hin und wieder kommt es zu Hängern und die ein oder andere Animation hätte man deutlich schöner gestalten können. Links des Homescreens befindet sich eine Google-Übersicht. Von dort aus habt ihr auch die Möglichkeit, den Sprachassistenten zu starten und mit diesem die Uhr zu steuern. Genau wie beim Smartphone kommt ihr hier zum Control Center. Wenn ihr von oben nach unten wischt, schiebt ihr euren Finger andersrum, seht ihr die Benachrichtigungen. Auf der rechten Seite geht es dann schließlich zur täglichen Aktivität, dem Puls, dem Schlaf und vielen weiteren Sachen. Dies lässt sich aber auch über die Google Fit App einstellen, die ihr unbedingt für diese Uhr braucht. Die Ziffernblätter sind okay, viele davon treffen leider überhaupt nicht mein Geschmack und im Übrigen lassen sich weitere über den Play Store installieren. Dazu braucht ihr nicht zwangsläufig das Smartphone, um das zu tun, das geht auch über die Uhr selber. Bisher ist die Uhr also ganz okay, aber reden nur einmal über die Punkte, die mir nicht gefallen. Die Ladestation ist nicht so meins und ich habe es nie geschafft, auch nur durch einen einzigen Tag zu kommen. Das ist für mich ein klares No-Go. Jetzt versteht ihr auch, warum hier überall 0 Schritte angezeigt werden. Nach nur wenigen Tagen habe ich wieder zu meiner geliebten Apple Watch gewechselt. Diese fühlt sich im Vergleich auch wieder deutlich wertiger an. Die Huawei Watch GT 2 Pro, die ist zwar ein bisschen größer, das weiß ich, allerdings ist sie halt gerade stark runtergesetzt. Das heißt, für den Preis, ca. 230, 240 Euro, je nachdem wo ihr schaut, findet ihr die Watch 2 Pro gerade von Huawei. Und das ist ein Spitzenpreis. Ne? Die hat 14 Tage Akkulaufzeit, bietet extrem edle Materialien, bietet eine runde Bauform, das heißt, die ist halt wie eine normale Uhr ganz rund. Wer das jetzt nicht unbedingt möchte, der sollte sich vielleicht mal die Apple Watch SE anschauen. Ich weiß, die ist wiederum deutlich teurer als die Oppo Watch, also 299 ist da der Startpreis. Im Gegenzug bekommt ihr bei der Apple Watch SE aber auch einiges mehr als eben bei der Oppo Watch. Und vor allen Dingen ist die Uhr viel zuverlässiger und hat eine viel bessere Akkulaufzeit.
Grundvoraussetzung bzw. in Anführungszeichen Einschränkung ist halt, dass ihr eben ein iPhone dafür braucht. Das heißt, das wird nicht mit Android-Handys funktionieren. Bei der Huawei Watch braucht ihr euch da keine Sorgen zu machen. Ihr merkt es also schon, die hier kann ich euch nicht wirklich empfehlen. Ich habe noch nie, und das ist auch die Besonderheit, die ich eben ansprach, noch nie so eine schlechte Akkulaufzeit gesehen wie hier. Ich komme einfach nicht durch den Tag. Kein Wunder, dass ich da tausendmal lieber eine Apple Watch habe. Jede andere Uhr wäre mir auch lieber als die Oppo Watch, weil das hier, ich meine, wenn man noch nicht mal durch einen Tag kommt, das ist schon fast lachhaft und geht echt gar nicht. Die würde ich mir echt nicht kaufen, die Uhr. Definitiv nicht, weil mit so einem schlechten Akku, was soll das? Und klar, ich meine, zwei Prozessoren ist vielleicht auf dem Papier geil, aber in der Praxis scheint das gar nicht zu klappen. Von daher macht das Ganze auch in dem Fall keinen Sinn. Die Alternativen, die habe ich euch aber auch unten verlinkt. Deshalb als Weihnachtsgeschenk wäre das vielleicht was. Auch wenn es natürlich nicht das günstigste Weihnachtsgeschenk ist. Ich hoffe natürlich wie immer, dass das Video euch gefallen hat und ich euch sehr weiterhelfen konnte. Ich würde mich darum auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und das Video teilen würdet vor allen Dingen. Wir sehen uns also bald wieder. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.